Yo, ich bin Rimdog, aka Dennis, und ich werde King of Cologne, weil ich denke, diesmal fallen die Würfel. Spieler Nummer 4 und es ist wieder 19 Uhr, King of Cologne, Primetime, und ihr kennt den jungen Mann, vor allem wenn ihr viele Sneaker kauft und wissen wollt, welche Sneaker die besten sind, denn er weiß Bescheid. Rimdog, Dennis ist wieder am Start zum zweiten Mal. Ich bin sehr froh, dass du wieder Teil der Creator Edition bist, weil On-Court ist es nice mit dir, Off-Court ist es nice mit dir. Schön, dass du hier bist, und wir müssen natürlich über letztes Jahr sprechen. Letztes Jahr, erste Runde hat es nicht gereicht, aber man hat gesehen, da ist Game, und du warst einer der Jungs, die gesagt haben, ey, nächstes Jahr komme ich wieder, ich werde in Shape sein, ich werde vorbereitet sein und ich werde nicht im Viertelfinale rausfliegen. Nimm uns mal mit, vor allem das letzte Jahr, was du so gemacht hast und wie du dich jetzt fühlst, hier in die zweite Edition zu gehen. Ja, klar, gerne. Wie komme ich hier rein, was habe ich gemacht? Ja, viel vorgenommen, wenig davon umgesetzt. Irgendwann kommt dann die Realität doch zurück, wo man sagt, ja, okay, die Zeit und die Muße hat man vielleicht nicht. Aber ich denke trotzdem, in Summe bin ich ein bisschen besser in Shape als letztes Mal, auch wenn nur minimal. Am Ende des Tages habe ich auch letztes Mal schon gesagt, der Schuss muss halt fallen. Das ist halt nun mal das, wie ich im Normalfall spiele. Bin jetzt kein riesengroßer 1 gegen 1 Spieler, bin mehr so der Typ, der halt im Game mit mehreren Leuten spielt, so ein klassischer 5 gegen 5 Spieler. Und der muss halt fallen. Die Körbe sehen gut aus. Der Wurf hat sich vorhin schon mal ganz gut angefühlt, als man schon mal eingenommen hat. Von daher, ich denke, da sollte was gehen. Man muss sich ja auch irgendwo ein bisschen reinhängen, ne? Nice. Ja, Mann, ich freue mich drauf. Wir haben sowas gehört von Seabass auch. Der hat gesagt, man nimmt sich viel vor. Auf einmal heißt es, nächste Woche ist King of Cologne. Man hat sich gerade noch irgendwie eine Pizza bestellt und hat gedacht, ich habe ja noch viel Zeit. Aber so geht das. Die Zeit rennt. Auf einmal steht es wieder vor der Tür. Aber ich bin sehr gespannt. Es sind jetzt 3 Leute neu dabei. Ich weiß nicht, ob das bekannte Gesichter für dich sind oder du die Leute von letztem Jahr nochmal gescoutet hast. Ich glaube, wenn man schon mal dabei war, kann man das Ganze ein bisschen besser einschätzen. Man hat auf jeden Fall einen Vorteil, wenn man schon mal dabei war. Aber was erwartest du von der Competition und von den 7 anderen, die an den Start gehen? Also ich muss sagen, competition-technisch ist es, denke ich mal, stark, eigentlich stärker als letztes Jahr, zumindest schätze ich es so ein. Ich habe Lino schon gesehen, irgendwo so ein heimlicher Favorit, muss ich sagen, aber irgendwo kann man es ihm ja auch nicht gönnen, das Ding zweimal zu gewinnen, da muss natürlich irgendwas passieren. Ich schätze, wie gesagt, die Leute relativ stark ein, jeder kann hier irgendwo auf eine gewisse Art und Weise ballen. Ich denke, jeder hat irgendwo auch den Ehrgeiz, sonst wäre er nicht hergekommen, hier wirklich was zu machen, was zu reißen. Von daher, man muss halt schauen, es ist nach wie vor ein Setup, was halt geil ist, aber ungewohnt. Es ist halt ein schmaler Korb, es sind 2 Körbe, auf die man spielt, es ist ein anderer Gamebreak drin. Es ist Kondition, die man braucht, ist zum Glück nicht ganz so drückend heute, aber ja, es wird sich zeigen. Also ich denke, wie gesagt, Competition ist da, auf jeden Fall. Nice. Wir gucken nochmal auf deine Player-Card, und die Leute kennen dich ja schon vom letzten Mal. Der Go-To-Move ist geblieben, du hast darüber gesprochen, dass natürlich die Würfe dann auch fallen müssen, vor allem wenn man sagt, man ist ein Shooter und man braucht irgendwie Verlass drauf, weil sich dann vielleicht, wenn die Würfe reinfallen, sich auch was ergibt, dann mal einen Drive zu machen oder so. Das heißt, ich hoffe, dass nicht nur der ein oder andere fällt, sondern du es fühlst und heute viel reinfällt, und für euch natürlich auch in den nächsten Tagen. Interessant, was die Jungs hier so an den Start bringen auf dem Parkett. Natürlich auch interessant, gegen wen die erste Runde geht. Du hast schon gesagt, ein paar Leute kennt man nicht, es sind 3 neue dabei, aber auch natürlich Lino, der Titelverteidiger, oder Seabass sind wieder am Start, also die Competition ist gut. Ich bin sehr gespannt, und für dich als Sneaker-Freak und Head natürlich die entscheidende Frage, für welche Schuhe hast du dich diesmal entschieden? Was rockst du on court? Es gibt 2 Optionen. Ich habe jetzt gerade auch schon an den allerersten Schuh von LeBron James, weil das so der Schuh war, mit dem ich mehr oder minder auch mal angefangen habe, Basketball zu spielen, und den gab es jetzt mal wieder so im Re-Release. Ob ich den wirklich gleich trage, weiß ich noch nicht. Gleich mal ein paar Shots nehmen, mal gucken. Das ist halt noch so ein Quality-Ding mit Leder und so. Da muss man ein bisschen schauen. Als Backup habe ich noch einen LeBron 20 mit, da weiß ich, der geht auf jeden Fall klar. Aber am Ende des Tages, ey, Schuhwahl kann auch keine Ausrede sein, wenn es nicht läuft, deswegen mal gucken. Also es muss auch so laufen, auch barfuß müsste man das machen können. Nice.
Okay, ich bin gespannt. Ihr habt auf jeden Fall nochmal ein Auge dann beim ersten Spiel auf die Schuhwahl. Vielleicht seht ihr auch einen Unterschied zwischen erstem Spiel, zweitem Spiel. Who knows? Der Junge hat auf jeden Fall genug dabei von seinen Sneakern. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen 19 Uhr. Viel Erfolg dir. Wir sind gespannt, gegen wen es geht. Auslosung gibt's auch bald. Wir sehen uns wieder mit King of Cologne Creator Edition morgen. 19 Uhr, wisst Bescheid. Let's go.